Hallo, wir sind hier am Shop von Malincrot. Ihr verkauft ausschließlich Sachen mit Malincrot drauf? Richtig, genau. Uns ging es darum, eine Merchandise-Linie zu machen für die Schule eben, dass wir, wie das von amerikanischen Unis oder Highschools bekannt ist, auch ein Logo auf T-Shirts, Tassen haben und wir wollen in Zukunft auch Kapuzenpullis und Jogginghosen zum Beispiel rausbringen, dass wir da eine ganz breite Kollektion auch haben für viele Schüler und dass es vielen Leuten gefällt, dass viele sich hier so ein T-Shirt, so ein Artikel mit Logo kaufen. Hat dieser Shop denn schon einen bestimmten Namen? Wir sind momentan auf der Suche. Wir sind momentan bei Pauline Store gelandet. Malincrot Shop heißt unsere Facebook-Seite bis jetzt, aber wir haben hier so eine Aktion gemacht, dass man in unsere Kiste einen Vorschlag einwerfen konnte für den Shopnamen und derjenige, der dann gezogen wird, der bekommt dann ein T-Shirt, umsonst natürlich, und wir suchen momentan nach einem passenden Namen, dass wir dann auch wirklich gut medienwirksam auftreten können. Ja, ihr habt ja schon eine Facebook-Seite, das ist ja schon ein guter Anfang. Ihr verkauft nicht nur T-Shirts, sondern auch Tassen? Genau, richtig. Speziell die Tassen sind eigentlich der Renner. Wir haben schon sehr, sehr viele davon verkauft. Gerade auch dadurch, dass es einen Corny dazu gibt, fühlen sich viele Leute doch angesprochen. Und so eine Tasse ist gerade für die Altschüler auch mit 6 Euro eine gute Investition, die man sich gerne mal zu Hause hinstellt und immer noch trinkt. Wo man sich dann auch an die schöne Zeit des Malincrot erinnert. Richtig, genau. Also ich denke, das ist auch so die Hauptsache, die wir hier auch vermitteln wollen, weil wir gehen hier wirklich alle sehr, sehr gerne hin. Und deswegen sind wir der Meinung, dass solche T-Shirts immer ein gutes Erinnerungsstück sind und Tassen natürlich auch. Danke. Das war der noch nicht ohne Name der Shop von Pauline.